Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Blum und Gabriel am Start mit einer weiteren Folge Pokémon Showdown. Ja, dieses Mal wieder im NU-Tier mit einem weiteren sehr, sehr spaßigen Team. Soweit kann ich schon mal sagen. Man muss es extrem vorsichtig spielen, weil man so ziemlich von jedem zweiten Mon gesweept wird. Und ja, ist natürlich nicht so geil dann. Ja, das Team ist gebildet um ein, ich weiß gar nicht, wie man es in Steinpolitur, glaube ich, nennt man es im Deutschen. Oder Rock Polish Regi Eis mit drei Attacken, Fokusstoß, Donnerblitz und Eisstrahl. Ein extrem, extrem lustiges Regi Eis Set. Macht ab und zu was. Das einzige Problem, was halt in diesem Team gerade besteht, oder was halt generell in diesem Team besteht, ist, dass Regieis der einzige Konter oder Switch-In wirklich für Ferroseed besteht. Und ja, Ferroseed ist natürlich auch nicht allzu, ja, man trifft es halt immer wieder im NU-Tian, es ist nicht so ungewöhnlich. Dann ein Lebensorb-offensives Vesprit mit Tarnsteinen, Psychoschock, Energieball und Ampelleuchte. Natürlich offensichtlicherweise komplett spezialoffensiv. Dann ein physisch-defensives Garbodor mit Spike Support sowie normale als auch Toxin. Gangshot und Drain Punch, also das komplette Standardset. Der Grund, warum ich dieses Team spiele, in Form von Samurott. Normal Standard gemixtes Set mit Hydropumpe, Eisstrahl, was mich ein bisschen wundert, was unorthodoxer ist, Strauchler oder Grassnut auf Englisch und Aqua Jet in Form von Priorität ist auch die einzige Priorität an diesem Team. Standard Double Dance Rhino und am Schluss noch ein Walschal Rotom. Ja, ich habe mit diesem Team schon das ein oder andere Match gemacht. Es ist dezent und hier haben wir schon mal Ferroseed. Ah, gegen den habe ich auf jeden Fall vorhin schon mal gespielt, während ich das Team getestet habe. Von dem her weiß ich meine Sets. Das ist Walschal. Wie heißt das nochmal? Walschal Sorg. Das ist Calmind Wish Ordino. Bei dem Ding habe ich keine Ahnung, was es ist, weil ich habe EQ getötet. Das ist physisch-defensives Smogmog. Und das ist, schätze ich mal, ein Lead Archeops. Ich werde jetzt im Moment mal mit unserem Rhydon anfangen. Er fängt mit seinem Ferroseed an. Ist definitiv in Ordnung mit mir. Ich werde einfach mal ganz dezent für ein Erdbeben gehen, während er für seine Tarnsteine geht. Er hat Leech Seed auf seinem Ferroseed. Jetzt wäre irgendwas mit Liquid Ooze ziemlich nett. Er weiß, glaube ich, auch, dass wir keinen Defogger auf unserem Team haben. Hier ist der Leech Seed. Meiner Meinung nach auch ist SD jetzt unser bester Zug. Wahrscheinlich wird er aber in sein Weezing wechseln. Den Wechsel würde ich gerne predikten. Ich glaube, Regieis ist gerade im Moment unser bester Zug, einfach weil ich dieses Ferroseed mit einem Fokusstoß ausknocken kann. Wenn er in ein anderes Mon wechseln will, dann ist es definitiv in Ordnung mit mir. Hier ist das Weezing auf den predicteten Fokusstoß. Wir haben den Spedeath Drop, das heißt, ein Eisstrahl von uns sollte definitiv in der Lage sein, dieses Weezing sehr, sehr zu schwächen. Falls er, oder sogar auszunocken, hier ist die Schwächung, Will-O-Wisp ist okay. Und wofür ich jetzt gehen werde, ist ein Donnerblitz. Wir können dieses Weezing ausnocken, werden auch gegen das Magmortar einen relativ sinnvollen Treffer machen. Und bei diesem Ferroseed werde ich jetzt einfach für einen Eisstrahl gehen. Wir können das relativ gut schwächen und treffen auch einen Großteil seiner Mons für guten Schaden. Sein Weezing ist auf jeden Fall geschwächt, was uns sehr gefällt für unser Rhydon. Und generell unserem Team. Ferroseed, der größte Threat meiner Meinung nach für unser Team, ist jetzt auch gone. Und wie ich vorhin auch schon bemerkt habe, hat er eben nichts für einen Rotom. Er entscheidet sich
dazu, in seinen McMortar zu wechseln. Ist in Ordnung mit uns. Wir wollen auf jeden Fall unser Rotom behalten. Das scheint mir definitiv Choice-Backs zu sein. Und deswegen will ich in meinen Samurott wechseln, einfach weil ich glaube, dass sein Team... es wird uns nicht ausnocken. Nee. Dass sein Team relativ schwach gegen... auch gegen ein gemixtes Samurott ist. Ich werde einfach mal für Aqua Jet gehen und versuchen, ihn so viel Schaden wie möglich zu machen. Der Aqua Jet knockt ihn mit einem Crit aus. Sollte definitiv gemattert haben, obwohl McMortar eine ziemlich, ziemlich schwache Defensive hat. Jetzt muss er sich auch dazu entscheiden, in was er wechseln will. Zork ist sein Wechsel der Wahl. Will ich unser Samurott behalten oder will ich seine Sturdy brechen? Die Sturdy kann ich ebenfalls mit unserem Garbodor brechen, von dem her will ich bei seinem Abschlag einfach mal einwechseln. Er kriegt zwar unseren Rocky Helmet, allerdings will ich einen T-Spike aufkriegen. Ja doch, ein T-Spike ist definitiv drin. Ich weiß aber auch nicht, ob er bei seinem Weezing Pain Split hat, deswegen will ich mal in unser Samurott wechseln. Ich weiß, dass er Flammenwurf hat. Das habe ich vorhin schon gesehen, als er meinen Mesprit geburnt hat. Will-O-Wisp ist definitiv auch in Ordnung mit uns. Wir können definitiv mit einer mit einem Eistrahl sogar, es ist mein sicherster Zug, eigentlich einen Kill bekommen. Relativ frei. Und jetzt ist meiner Meinung nach unser Rotom auch unser bester Wechsel, weil wir eben sein gutes Zork outspeeden können. Sein Archeops kriegt einen sehr effektiven Hit von unserem Rotom. Ich hoffe mal nicht, dass er also ich weiß, dass er nicht gechoice-kraft ist, außer er hat irgendeinen Wechsel oder irgendeine Änderung mit seinem Team gemacht. Ich schätze, dass er ein normales Lead Archeops ist. Hier ist das Zork. Verwirrt mich ein bisschen, aber es ist okay. Ich werde jetzt mal in unser Garbodor wechseln und... Der Spike wird uns nicht recht viel bringen, deswegen werde ich mal für einen Drain Punch gehen, um uns ein bisschen mehr HP zu besorgen. Ich glaube nicht, dass er uns ausknocken kann, wenn ein Knock-Off 33,3% gemacht hat. Das wird ja auch herabgeschwächt. Ice Punch sollte definitiv auch weniger machen. Für was für eine Attacke bist du gegangen? Er ist langsamer als wir. Sehr, sehr interessant. Okay. Dann war er doch nicht... Er war doch kein Zork dann. Kein Rival Schaltes. Bei dem Archeops möchte ich einfach nur sicherstellen, dass er unsere Toxinstachler nicht defoggt. Und jetzt bin ich in einer relativ angenehmen Position, bei der ich nur Voltwechsel klicken muss. Wenn er in sein Audino wechseln will, ist das wirklich komplett in Ordnung. Wir kriegen sogar einen Crit, können jetzt ohne große Probleme in unser Rhydon wechseln. Und nach einer Rock Polish sollte ich schneller sein als alles von seinem Team. Wenn er für einen Angriff gehen will, haben wir auf jeden Fall die Kraft davon, eins zu tanken. Und nach einem Erdbeben sollte das Dino auch ausgenockt sein. Okay, ist es nicht. Ein plus 2 EQ hat letztens um die 60% gemacht. That Rotom, ja, das ist GG, meiner Meinung nach. Wenn wir den Rock Blast hitten, natürlich unser Rhydon, ist unser Rhydon schon am Start. Oder wenn wir es verfehlt hätten, hätte unser Rotom das gute Archeops outspeedet. Wir hatten gegen dieses Team mehrere Wincons. Eins davon wäre unser Samurott gewesen, weil es eben das Archeops relativ gut einschüchtert. Dann das Weezing kann es ausknocken. Gegen das Pharaoh Seed ist es mehr oder weniger dezent und das McMortar kann es eben auch ausknocken mit einem Prioritäts-Aqua Jet, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass wir den Crit wirklich gebraucht haben. Jetzt haben wir einen Battle gegen ein eher bulkigeres Team. Wahrscheinlich sehe ich das so, dass es ein Callmind Ordino ist mit Dual Screen Unterstützung. Ich glaube, dass unser Samurott relativ nutzlos sein wird, außer gegen das Dragonier. Und ich schätze mal,
Ja, gegen das Alpollo kann es Priorität und gegen das Bili kann es Eisstrahl. Also schätze ich mal, 3 von 6 Mons sind in Ordnung. Er wird wahrscheinlich mit seinem Psi-Augon leaden. Wenn er mit seinem Cradilli anfängt, ist das definitiv in Ordnung. Wir kriegen unsere Tarnsteine auf, chippen damit 50% vom Articuno weg. Das sind seine Tarnsteine mit unserem Regieis verhältnismäßig wenig. Ich kann auch sofort für einen Signal Beam gehen, um dem Bili ein bisschen Schaden zu machen. Nicht allzu viel. So wie ich das sehe, ist unser Rhydon, unsere Wincon. Nach einem Rock Polish sollte es definitiv einen Großteil ausbiegen können. Und das Psi-Augon kann uns natürlich nicht, nicht paralysieren. Oh, die Frage ist, ob ich in unser Reggie Ice wechseln will oder nicht. Macht unser Mesprit irgendwas gegen sein Team? Ich sehe es nicht so, dass es irgendwas macht oder irgendwas hervorragend macht. Er kann sich mit seinem Cradilli natürlich heilen, das hatte ich vergessen. Auch gut, auch gut. Deswegen werde ich mal in unser Rotom wechseln und es danach versuchen zu tricken. Das ist definitiv das größte Problem, das wir mit unserem Team haben, dieses Cradilli. Auch wenn wir relativ gut unser Regis haben. Ich werde mal für einen relativ offensichtlichen Trick gehen. Ich könnte natürlich optional auch für einen Will-O-Wisp gehen. Allerdings ist es einfach zu kostbar, wenn wir dieses Cradilli jetzt relativ gut entfernen können. Mit unseren Leftovers überlebt das Rotom sogar eine Attacke. Deswegen will ich sogar mal in unser Rhydon wechseln, sodass wir jetzt ohne große Probleme für eine Rock Polish gehen können. Und das nächste Mal, wenn er sein Cradilli reinwechseln will, haben wir einen relativ guten Switch mit unserem Garbodor. Bei diesem Dragonier bin ich mir gar nicht sicher, ob es ein EQ aushalten kann. Ich werde einfach mal dafür gehen. Es hält sogar einen Crit aus. Geht für Dragon Tail, hoffentlich unser Samurott. Nice. Jetzt können wir das auch mit einem Aqua Jet definitiv töten. Was hervorragend für uns ist. Den größten Threat für unser Samurott stellt meiner Meinung nach sein Arctos dar, weil es mit Freeze Dry uns potenziell threaten kann. Und er entscheidet sich dazu, in sein Audino zu wechseln. Interessanter Zug. Ich werde in einen sicheren Wechsel in unser Garbodor ziehen. Einfach um ihm mit Gangshot sehr, sehr viel an Schaden zu machen. Wenn wir Glück haben, können wir auch die Poison kriegen. Er geht jetzt sofort für einen Wish und ich hoffe einfach, dass unser Gangshot ihn ausknocken kann. Normalerweise haben Calmind Audinos keine Protect, allerdings dieses anscheinend schon. Ich hoffe natürlich auf die Poison, da sie uns sehr, sehr viel erleichtern wird. Hier ist das zweite Calmind und ich hoffe natürlich jetzt gerade, dass wir den Gangshot connecten können und ihn damit ausknocken. Damit ist auch ein weiterer Threat vom Feld. Wie gesagt, unser Garbodor müssen wir noch relativ gesund halten für sein Cradilli, dass wir da einen sicheren Wechsel haben. Bei seinem Haunter werde ich jetzt in unser Mesprit wechseln. Es kann keine Attacke von irgendeinem Mon annehmen. Außerdem, wenn er für Will-O-Wisp geht, was ich nicht predicted habe, ist es auch in Ordnung. Das Einzige, für das es relativ gut wäre, wäre das Articuno. Allerdings weiß ich da nicht, ob wir es outspeeden können oder nicht. Bei dem Meowstick schätze ich mal, dass wir eine Attacke überleben können und wir werden deswegen mit Signal Beam versuchen zu schwächen. Wir werden auf jeden Fall durch den Giftschaden getötet. Und ich weiß gar nicht, in was ich wechseln will. Ich schätze mal, Rhydon ist gerade unser bester Zug. Ich werde direkt für einen EQ gehen. Einfach um eine relativ starke Attacke gegen sein gutes Psi-Augon zu kriegen. Wenn er jetzt in sein Cradilli wechseln will, wird der Wechsel in unser Garbodor relativ einfach sein. Weil er wahrscheinlich für eine
Grasattacke gehen wird, die relativ einfach zu predikten ist, muss ich sagen. Toxin, okay, ist definitiv auch in Ordnung. Die Frage ist jetzt nur, ob er in sein Articuno wechseln wird oder nicht. Ich will jetzt definitiv für einen Toxinstachler gehen, einfach um sein Cradilli zu schwächen oder schwächen zu können. Und jetzt müssen wir ausstallen. Wir müssen oder wollen seinen Reflektor und sein Lichtschild ausstallen. Wie viel haben wir denn? Eine, zwei, drei, vier. Das ist jetzt die fünfte Runde. Er hat wahrscheinlich noch zwei Runden. Unser Garbodor ist so gut gegen Cradilli, dass wir das nicht opfern wollen. Und deswegen werde ich mal in unser Regice wechseln. Er geht für Taunt. Das scheint mir... Oh, da steht es ja. Drei Runden hat er noch mit seinem Lightscreen. Meiner Meinung nach ist Eisstrahl unser bester Zug, weil wir sein Articuno wahrscheinlich Twit KO'en können. Der Crit hat definitiv einiges für uns gebracht, dadurch, dass wir das Haunter jetzt töten können. Hier ist das Articuno und das ist meiner Meinung nach der größte Threat. Ich werde mal für einen T-Bolt gehen. Ich hoffe mal, dass er nicht für Roost gehen wird. Hier ist die Roost. Und damit beginnt das, vor dem ich am meisten Angst hatte, nämlich der Stall War. Ich gehe jetzt einfach mal für eine Rock Polish. Wenn er für einen offensiven Angriff gehen will, ist es mit uns in Ordnung. Ich bin jetzt definitiv schneller, sollte auch definitiv seine Sub mit einem Donnerblitz brechen können. Wenn er für eine weitere Sub gehen will, ist es in Ordnung. Ich weiß nicht, ob unser Rhydon eine Attacke von seinem Articuno aushalten kann. Allerdings werde ich das jetzt sofort versuchen, weil es meiner Meinung nach unser bester Zug ist. Rock Blast sollte ihn definitiv ausnocken können. Wir halten keine Attacke aus. Und das ist ein kleines Problem. Ich werde jetzt mal in unser Rotom wechseln und ich weiß nicht, ob ich sofort für einen Voltwechsel gehen soll oder für ein Irrlicht. Ich glaube, ein Voltwechsel ist definitiv unser besserer Zug und wir machen absolut gar keinen Schaden. Samurott war wahrscheinlich der beste Zug gerade jetzt, weil wir Samurott nicht wirklich gegen sein Wheelie brauchen. Er entscheidet sich dazu, für eine Sub zu gehen. Ich glaube, ich muss für Hydropumpe gehen und der Stall War hat damit begonnen. Mit seinem Articuno. Ich glaube, unsere einzige Möglichkeit, relativ gut abzuschneiden, ist jetzt mit unserem Garbodor mit Gangshot ihn zu vergiften, weil Articuno relativ normale Defensivwerte hat. Ich gehe natürlich wieder für Hydropumpe. Hier ist der Hurricane, knockt uns aus. Und unser Garbodor muss jetzt zwei Mons besiegen, nämlich sein Articuno und sein Cradilli. Ich glaube nicht, dass wir das Battle gewinnen können. Und ich muss jetzt, glaube ich, auch einige Gangshots treffen. Drain Punch wird vielleicht seine Sub brechen. Ich glaube es nicht. Nein, und ich glaube, nein, das gebe ich jetzt auf. Ich habe keine Lust auf so einen langen Stall War. Es fehlt halt definitiv einige Sachen. Unser Stallbreaker ist unser Rhydon. Und wenn das einmal down ist, dann haben wir nicht viele Möglichkeiten, weiter durchzubrechen durch Stall. Und Articuno ist eben ein Mon, das so eine gute Spezialdefensive hat. Wir haben nur spezielle Angreifer und das bricht uns das Genick letztendlich. Gegen dieses Team sollte unser Rhydon wieder relativ gut sein. Einfach weil wir das Swallow, solange es nicht speziell ist, komplett im 1 gegen 1 besiegen können. Das Zangoose auch, wenn wir ein Rock Polish vorher aufbekommen haben. Das Girder ist ein Threat für unser Rhydon. Allerdings haben wir unser Garbodor, was relativ solide sein sollte. Unser Regieyes wird relativ nutzlos sein. Ja. Das Girder ist eben ein Threat. Eigentlich würde ich sehr, sehr gerne sofort einen Stachler aufbekommen, allerdings muss ich unser Garbodor eben für das Girder gesund halten. Deswegen werde ich mal mit unserem Regie Ice leaden. Wenn er mit seinem Regie Rock anfangen will, können wir sofort mit einem Fokusstoß dieses relativ gut schwächen.
Ich glaube nicht, dass wir es ausnocken können. Einfach weil Regirock normalerweise auch einen relativ guten speziellen Bulk hat. Und Eisstrahl sollte definitiv jetzt gerade im Moment unser bester Zug sein. Er entscheidet sich dazu, einen sehr, sehr riskanten Zug zu machen und in sein Swallow zu wechseln, was down geht. Das heißt, ein Threat weniger für unser Rhydon, den wir annehmen müssen. Gegen Girder natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, ist unser Garbodor am besten. Unsere beste Wahl ist jetzt sogar, dieses Girder zu vergiften, auch wenn das normalerweise eine sehr, sehr dumme Idee ist. Ich werde weiter für Gangschatz gehen, einfach in der Hoffnung, die Vergiftung zu bekommen. Und selbst wenn er für Drain Punch geht, ist es nicht sehr effektiv gegen uns und wir werden ihm den Schaden, den er uns macht, wieder wegnehmen durch unseren Rocky Helmet. Wenn er uns jetzt ausnocken will, ist es in Ordnung mit uns, weil er jetzt sowohl unseren Rocky Helmet Schaden als auch unseren Aftermath Schaden bekommt. Und wir können ohne Probleme in unser Mesprit wechseln und sollten ihn definitiv mit einem Psychoschock ausnocken können. Ja, er ist bei plus 2. Allerdings. Na, ich weiß nicht, ist Energy Ball besser? Bei plus 2? Ne, ich glaube, Psychoschock ist immer noch der bessere Move für uns. Er entscheidet sich dazu, in seinen Skuntank zu wechseln. Wahrscheinlich ist er physisch. Sagt uns das. Allerdings sehe ich unser Regieis als weniger nutzvoll an, deswegen werde ich mal da rein wechseln und ihn versuchen, mit einem Eisstrahl relativ gut zu schwächen, so gut es eben sein soll. Wenn er nicht offensiv ist, sollte er uns auch nicht mit einer Attacke ausnocken können, weil 236 Defensivwerte dann doch schon relativ gut sind. Wir erwischen das Mushana mit einem kritischen Treffer, was uns eventuell erlauben sollte, ihn auszunocken. Na, ich glaube nicht ganz. Doch, tatsächlich. Und der Giftschaden nimmt uns auch, oder zwingt uns auch in die Knie. Ist die Frage natürlich da. Was ist unser bester Zug? Ich glaube, Rotom ist es, weil wir so ziemlich jedes Mon von ihm mit einem Voltwechsel ausnocken sollten. Ich will seinen Skuntank. Wow, das ist bulky. Ich will seinen Skuntank definitiv davon abhalten, uns zu trappen, weil wir eben in Rotom einen relativ guten Konter oder einen Full-Counter, der einen Voltwechsel aufbringen kann, gegen Zangoose und Girder haben, eben weil wir schneller sind. Zamurott ist meiner Meinung nach im Moment unser schwächstes Glied. Selbst wenn er für Drain Punch gehen sollte, sollten wir das ohne große Probleme überleben und Eisstrahl ist jetzt meiner Meinung nach unser bester Zug. Grassnut könnte natürlich auch eine Attacke sein, die wir benutzen können. Allerdings ist es da der Fall. Oh, wirst du Max Speed sein oder nicht? Ich gehe mal für Aqua Jet, weil wir so seinen Sucker Punch relativ gut umgehen können. Er geht für Knirscher. Das heißt für uns, wir hätten auch definitiv für eine Hydropumpe gehen können und ihm viel, viel mehr Schaden machen können. Allerdings glaube ich, dass jetzt unser Rhydon relativ einfach für eine Rock Polish gehen kann und jetzt das ganze gesamte Team mit einem EQ sweepen kann. EQ sollte sowohl das Skuntank ausnocken, uns vor dem Aftermath-Schaden bewahren. Das Zangoose könnte down gehen, allerdings ist es auch relativ, es hat keine schlechten Defensivwerte, allerdings auch keine guten. Allerdings hat Rhydon auch einen massiven Angriffsstat ohne einen Boost und das reicht anscheinend auch aus, um das Zangoose auszunocken. Ich hatte gerade keine, also ich wurde nicht dazu gezwungen zu kalken, einfach weil wir noch unser gescalftes Rotom im Rücken hatten. Und damit zwei freie Voltwechsel mindestens aufkriegen, die der Zangoose wahrscheinlich auch von Haus auf ausgenockt hätten. Von dem her sollte das nicht allzu gefährlich gewesen sein, diese Situation. Wir hätten das Girder ab dem Moment, als das Skuntank down war, war das Match meiner Meinung nach gelaufen.
für ihn. Und ich pausiere mal, bis wir einen neuen Kampf finden. Bis gleich. Ja, also nochmal ganz kurz. Ich finde gerade im Moment keine Kämpfe mehr, leider. Und deswegen werde ich die Folge jetzt hier beenden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.